Dass ich als schwuler Junge halt groß werde, da war ich mir schon ziemlich sicher. Ich hatte auch sogar relativ Hass gegenüber anderen Transpersonen. Also wenn zum Beispiel ein Mann mit mir flirtet und so, und das passiert sehr oft, dann sage ich das wirklich als Erstes und sage so, ja, hey, oh, guck mal, ich bin transident und so. Ich hatte übrigens auch einen Typ angesprochen und meinte so, das ist nämlich die von dem Leroy-Video. Aber dann waren auch andere Typen, die so meinten, die gekommen sind und meinten so, ey, zeig mal deinen Schwanz. So, gab ja unter dem letzten Video, gab es ja wirklich 30.000 Kommentare oder so. Ich würde dich gerne fragen wollen, wie es dir nach dem Video ergangen ist. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und wir haben heute ein ganz neues Thema. Wir treffen nämlich heute eine Transfrau. Aber bevor es losgeht, kommen wir auch heute erstmal zum Faktencheck. Trans beschreibt Personen, die sich mit dem bei der Geburt eingetragenen Geschlecht nicht oder nur teilweise identifizieren. Transpersonen können ihr Geschlecht durch Operationen angleichen lassen. Allerdings wollen nicht alle Transpersonen diese Operation machen. Die Quote wird auf unter 50% geschätzt. Viele Transmenschen müssen Tag für Tag mit Mobbing und Diskriminierung kämpfen, was ihr Leben auch in unserer Gesellschaft extrem erschwert und einschränkt. Das war's jetzt mit dem Faktencheck. Vielen, vielen Dank für euer konstruktives Feedback zur letzten Folge, das Treffen. Genau so können wir uns immer weiterentwickeln. Und wenn euch das ganze Thema Transidentität interessiert, dann schaut euch sehr gerne hier auf diesem Kanal auch die anderen Videos dazu an. Wir haben 2019 bereits Max und Jonas kennengelernt und Sarah haben wir in der Zwischenzeit auch getroffen. All ihre Geschichten habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und heute werden wir Hannah nochmal treffen und sie in aller Ausführlichkeit ihre persönliche Geschichte erzählen lassen. Ich bin schon sehr gespannt. Ihr habt jetzt noch zwei Aufgaben, den Kanal zu aktivieren und die Glocke zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir haben genug geredet und gehen los. Freunde, kurze Ankündigung noch. Die nächste Folge, das Treffen, wird im Fernsehen im Ersten ausgestrahlt. Und zwar morgen um 23.35 Uhr. Ihr könnt einfach in der Videobeschreibung auf den Link klicken, dann kommt ihr auch direkt zur Folge. Also viel Spaß dabei. Kann jeder Mensch, der es wirklich will, in Deutschland reich werden? Würde ich sagen, ja. Warum bist du dann nicht reich? Wie viel Umsatz macht ihr pro Jahr? Um die 40, 45 Millionen Euro Umsatz. Also die erste günstige Uhr liegt jetzt, sagen wir mal, bei 2.500 Euro. Die kosten teilweise ja mehr als 100.000 Euro. Genau, also man muss jetzt sagen, in der Spitze, die teuerste Uhr liegt jetzt bei 600.000 Euro. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo, Hanna, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Schön, dich wiederzusehen. Danke. Alles gut soweit? Alles Bestens. Schön. Magst du dich einmal kurz vorstellen, danke, für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Okay. Also Zuschauer, die mich noch gar nicht kennen, mein Name ist Hannah. Ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Buxtehude. Und ich bin Studentin noch und mache Musik. Und ich werde heute darüber reden, wie es ist, eine Transfrau zu sein. Ja, ich bin schon total gespannt. Ich kenne Hannah schon und für die neuen Zuschauer, wir haben schon ein gemeinsames Video gedreht. Auch darüber werden wir heute mit Sicherheit noch sprechen. Aber ich werde dir heute natürlich auch sehr viele persönliche Fragen stellen. Und wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten willst, dann weißt du, musst du das nicht. Aber ich freue mich, die Zuschauer auch, wenn wir dich heute mal kennenlernen. Und wenn du bereit bist, legen wir. Nochmal kennenlernen. Wenn du bereit bist, richtig kennenlernen. Mhm. So, wenn du bereit bist, dann legen wir los. Super. Machen wir. Okay, Hannah, dann lass uns mal vorne anfangen. Mhm. Wie bist du groß geworden? Ich meine, du bist ja als Junge erstmal auf die Welt gekommen und erstmal war ja alles normal. Genau, erstmal war alles normal. Hatte eine ziemlich unbeschwerte Kindheit eigentlich, größtenteils. Bin halt aufgewachsen in Buxtehude, bis ich 3 war. Dann bin ich mit meiner Mutter nach Hamburg gezogen. Aber auch schon relativ schnell gemerkt, dass da irgendwas anders ist. Also, wie gesagt, im Kindergarten war es halt sehr klar schon, auch weil auch die Erzieherinnen zu meiner Mutter gekommen sind und gesagt haben, ja, ich glaube, ihr Sohn möchte lieber ein Mädchen sein. Und es hat sich halt in vielen Sachen geäußert, so einfach, also halt auf der ganzen mentalen Ebene, dass ich die ganze Zeit von mir als Mädchen gedacht habe. Ich habe mich gar nicht als Junge wahrgenommen. Ach, du hast selber so gedacht. Ja, genau. Kannst du mir das beschreiben, wie du darüber gedacht hast? Also ich habe gar nicht gedacht, dass ich ein Junge war so. Also ich habe auch in meinem Kopf immer, wenn ich alles gemacht habe, ich habe einfach mir irgendwie vorgestellt, wie ich da so bin mit langen Haaren und einfach... Ja, ich habe mich gar nicht selber als Junge wahrgenommen. So. Wie hat denn deine Mutter darauf reagiert? Weil die Erzieher haben ja gesagt, so, ja, ich weiß nicht, also er will irgendwie immer zu den Mädchen rüber. Ja, also sie hat sich natürlich schon gefragt, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen komisch ist. Und sie ist auch, glaube ich, besorgt gewesen. So, ne? Ich glaube auch nicht, dass jetzt so Transsexualität für meine Mutter so ein großes Thema war, was sie jetzt auch so richtig kannte. Ich meine, welche Eltern setzen sich damit schon so auseinander? Ist auch eine ganz andere Zeit. Genau, und auch war noch eine andere Zeit, so vor 20 Jahren. Dazu kommt ja aber auch noch, dass man Angst hat um sein Kind. So, man möchte sein Kind ja auch gar nicht erst mit sowas auseinandersetzen oder generell auch anders sein. So, wie nehmen das andere Leute auf? Wie nehmen das andere Kinder auf? So, ist doch vorprogrammiert, dass es dann Mobbing und sowas gibt, ne? War schon auch für mich klar, so, ich will meine Mutter auch irgendwie nicht enttäuschen und damit irgendwie weiterhin belasten. Und habe ich mich sehr zurückgehalten mit dieser ganzen, ja, meine feminine Ader auszuleben.
Ah, okay, du hast es schon irgendwann verstanden, dass du da irgendwie... Dass das halt nicht gesellschaftlich akzeptiert ist und dass ich eigentlich eine andere Rolle annehmen sollte. Ab wann checkt man das als Kind? Ich glaube, das kann auch schon relativ früh passieren, so, ne? Aber bei mir war das dann halt so, dass ich halt ab 10 oder so damit so eher aufgehört habe und dann halt wieder, aber in meiner Sexualität, also nicht in meiner Identität, dass ich eine Transfrau bin, das war dann erstmal kein Thema, sondern mit meiner Sexualität, dass ich als schwuler Junge halt groß werde, da war ich mir schon ziemlich sicher. Und das habe ich dann auch, weil ich einen sehr, sehr hissbreiten Freundeskreis hatte, der mich immer unterstützt hat, habe ich auch nach außen getragen. Und ich war stark genug, um zu sagen, ja, mir ist egal, wenn meine Eltern das wissen, dass ich als schwul bin. Und dann habe ich auch schon relativ früh ein Outing gehabt. Ich war schon, glaube ich, mit 12 mir sicher, dass ich halt Männern hingezogen fühle. Und dann habe ich mich halt auch geoutet gehabt mit 14, 15. Kannst du dich noch an das erste Outing erinnern? Ja, tatsächlich war ich dort in Kanada zu der Zeit, hatte ein Auslandsjahr gemacht und meine Mutter hatte das irgendwie übernommen. Also meine Mutter wusste das. Ich hatte damals, das haben sogar sehr viele, ich habe gesagt, ja, ich bin bisexuell erstmal, um sozusagen diese Hoffnung noch ein bisschen am Leben zu halten, dass ich ja vielleicht doch noch eine Frau finde, so. Und genau, meine Mutter hatte dann mein Outing übernommen und sie hatte dann gesagt, ja, dein Sohn ist halt schwul, hat es meinem Vater erzählt und der brauchte erstmal eine Zeit lang. Aber ich hatte halt keine Ablehnung so in dem Sinne erfahren. Und bei meinem zweiten Outing war das halt das gleiche Spiel. Meine Mutter hat Musst du ganz kurz erklären. Du hast dich zweimal geoutet. Warum musstest du dich zweimal outen? Ja, natürlich, weil ich ja dann kein schwuler Mann mehr war, sondern ich habe mich ja als Transfrau dann geoutet. Und endlich das zugegeben, was ich halt die ganzen Jahre unterdrückt habe. Manchmal bewusster, manchmal weniger bewusst. Ich kann mich noch erinnern, wie ich zahlreiche Male mir gesagt habe, ja, ich wünschte, vielleicht im nächsten Leben werde ich eine Frau und so. Ich dachte wirklich, die Hoffnung ist schon vorbei, weil ich war dann auch schon so 20 und war mir schon bewusst, ja, ich bin ja irgendwo schon ein ausgewachsener Mann gewesen. Auch wenn ich sehr viele feminine Züge, Attribute an mir habe, war das ja trotzdem irgendwie für mich so ein unerreichbares Ziel, dass ich mir vorstellen könnte, wow, ich schaffe den Weg noch zu gehen. So. All diese Jahre hatte ich immer... ich wusste, was die Antwort war, aber ich habe es mich nie getraut auszusprechen, weil ich so eine Scham vor mir hatte. Ich habe es mich auch selber nicht getraut. Ich konnte selber nicht im Spiegel gucken und mir das vorstellen und mir eingestehen, dass ich wirklich das bin. Und ich hatte auch sogar relativ Hass gegenüber anderen Transpersonen. Und das ist irgendwie krass, das auszusprechen. Aber ich hatte sehr, sehr große Angst über das Thema, über andere Transfrauen. Ich habe das hat eine sehr große Angst in mir ausgelöst. Jedes Mal, wenn ich mit Transsexualität konfrontiert geworden bin, aber auch unterschwellig so eine kleine Aggressivität, weil ich es eigentlich selber wollte und ich es nicht aussprechen konnte. Das ist oft so. Ja. Mir fehlt jetzt ein Beispiel leider, aber ich habe das schon oft gehört, dass jemand, der selber das, genau, bei jemand, der zum Beispiel, genau. Darauf wollte ich gerade, dass jemand, der selber, ja, das irgendwie so ein bisschen spürt, so, vielleicht ist er auch bi oder, aber er hat dann vielleicht irgendwie so eine leichte Tendenz und das sind oft dann Menschen, die selber am ehesten sagen, boah, ja, du Schwuchtel oder ja, genau, sowas, weil du? Die halt selber, weil die das angreift, die Freiheit des anderen Menschen greift sie selber an, weil sie einfach selber nicht dazu stehen können. Wie hast du das gecheckt? Also wie, das muss sich ja so eingebrannt haben, du wolltest deine Mutter, deine Eltern nicht weiter belasten, hast du gesagt, so, über lange Zeit und wie hast du das gemerkt, dass die Gesellschaft das irgendwie anders sieht? Ich meine, da liegt ja einfach ein riesiges Stigma auf Transpersonen, so generell in dieser Gesellschaft. So. Ich meine, viele Transpersonen sind nichts anderes als einfach Objekte, Sexobjekte für die Lust von Männern. So werden so viele Transfrauen, das wurde mir auch immer mehr und mehr bewusst, dass wir einfach nur gefühlt da sind, um irgendwelche Fantasien zu bedienen von Männern. Dass wir halt immer viele Sachen verwehrt bekommen. Es ist unglaublich schwer, zurechtzukommen, Arbeit zu finden, Halt zu finden, sich finanziell abzusichern. Vieles wird einem sehr oft viel schwerer gemacht. So viele Bereiche, wo es einfach nicht so einfach passiert, sich dann mit dem ganzen Druck auszusetzen, der einfach kommt, wenn man jeden Tag, besonders am Anfang, wenn man noch nicht so ein gutes Passing hat. Passing, das beschreibt man sozusagen damit, wie gut man halt dem Wunschgeschlecht entspricht, also ob ich sehr weiblich aussehe und sozusagen in der Masse nicht heraussteche. Besonders am Anfang ist es natürlich schwerer, wenn man noch zum Beispiel keine Hormone einnimmt, noch nicht wirklich so ein sicheres Auftreten hat, dann fällt man natürlich auf und man ist so viel Hass und Häme ausgesetzt von der Gesellschaft aus. Und auch alle Kontakte, die ich in den Medien hatte zu Transpersonen, haben uns immer sehr, sehr als exotisierte Wesen dargestellt, die wir eigentlich gar nicht sind. Wir sind eigentlich ganz normale Menschen so. Und trotzdem wurden wir halt immer in diese verruchte Ecke gedrängt, dass wir einfach nichts anderes weiter sind als Sexarbeiterinnen. Ich höre das zum ersten Mal, deshalb muss ich nachfragen, wie, also wo ist dir das passiert? Gefühlt jedes so Reality-Format, was es damals so gab in den frühen 2000ern, so wo es einige gewisse Transfrauen gab, so die ersten, die man so in den Medien so gesehen hatte,
Die wurden immer als, wie gesagt, schrille Vögel dargestellt, obwohl sie einfach nur ganz normale Menschen waren. Das war für mich so der erste Punkt, wo ich mir so dachte, okay, wenn es dieser Weg ist, dann wird es vielleicht ein bisschen ein schwierigerer Weg, so, ne? Weil da gehört sehr viel zu. Die Wartezeit beispielsweise, wenn man medizinisch versorgt werden möchte. Ich war in der Warteliste, um meine Therapie zu beginnen, weil erst dann komme ich an Hormone. Ja, genau, das musst du mir jetzt einmal kurz erklären. Wenn du dich dann outest, das ist, glaube ich, auch für viele Menschen da draußen, die halt vielleicht selber noch nicht so an dem Punkt sind oder vielleicht an dem Punkt, wo du vorher warst, gerade stehen, dass sie sagen, ich habe Angst davor, so. Wie läuft dieser Prozess ab? Und du musst ihn nicht beschönigen oder so, sprich ruhig aus, wie es am Ende für dich wirklich war. Ich brauchte, und ich glaube, das ist das Wichtigste, also Freunde zu haben, Familie natürlich auch, aber Familie und Freunde sind immer noch mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber dass man einen Freundeskreis um sich hat, der, auf den man wirklich immer zählen kann, ist wirklich das Allerwichtigste. Weil die sind die Menschen, die mit dir rausgehen. Das sind die Menschen, die dich in Schutz nehmen, wenn dir was passiert auf der Straße. Und dass ich mich denen anvertrauen konnte und erzählen konnte. Vielleicht auch Sachen, die sie vielleicht schon geahnt haben. So, mich denen anvertrauen konnte und sie mich einfach so akzeptiert haben, meinten, hey, ist alles cool und wir stehen das zusammen durch. Und aber auch, dass bei vielen Transfrauen bei uns in Deutschland so, die Online-Community, wenn man sich untereinander kennt, austauscht, gegenseitig hilft. Das ist bei uns Transfrauen auf jeden Fall so, dass man sich zum Beispiel sagt, ja, zu dem Psychologen kannst du hingehen. Ja, das war auch sehr, sehr hilfreich, mich mit anderen Transfrauen auch über meine Erfahrungen auszutauschen. Wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, dann ist es umso schwerer. Deswegen Austausch mit anderen Transfrauen kann ich auf jeden Fall auch ans Herz legen. Wie haben deine Freunde reagiert? Weil du hast gerade gesagt, dass die ganz wichtig für dich waren, dass die dir zugehört haben und manches auch schon geahnt haben. Ja. Was haben die gesagt, als du dann so final meintest, okay, also, Freunde, jetzt ist also es also raus? Ein paar Freunde waren schon noch überrascht, weil die dachten, ich bin voll cool mit mir so, auf denen einfach als Junge und geschminkt so. Aber ein paar von, also meine Mutter hat es halt eigentlich eher, war diejenige, die so das schon immer geahnt hatte, so. Und ich glaube, Mütter wissen das eigentlich auch oft immer am besten, so, dass da einfach was anders ist. Die spüren das einfach. Ich habe einen, das muss ich dir kurz erzählen, weil da macht es nämlich gerade Klick, das stimmt. Ich habe Max, das war, glaube ich, eine der ersten Wie-ist-das-Folgen hier auf diesem Kanal. Ja. Ich habe Max kennengelernt. Er war damals, glaube ich, 13 und ist halt als Mädchen auf die Welt gekommen, aber dann habe ich auch seine Mama kennengelernt und die hat halt genau dasselbe gesagt wie du, dass sie es schon immer wusste. Und auch bei ihm war es im Kindergarten so, dass er halt schon irgendwie dann eher bei den Jungs sein wollte. Ja. Also macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Und Eltern da draußen, ne, ich glaube, das hat dir gut getan, dass deine Mama dann dich da auch unterstützt hat. Natürlich. Aber man muss ganz klar sagen, dass das nicht der Fall ist, so bei allen. So, ich hatte da echt Glück. Besonders halt bei vielen migrantischen Familien in meinem Umkreis, mit meinen Freundinnen so, ist das echt... Es ist sehr, sehr schwer und viele von denen mussten halt ihr Elternhaus verlassen. Welche Rolle spielt so die Herkunft? Weil du hast gerade Ethnie auch angesprochen. Du selber bist ja jetzt auch nicht von deinen Eltern her hier geboren, sondern hast, wie ich, so einen kleinen, wie nennt man das? Migrationshintergrund. Ja, bei mir ist es ja halt so, dass ich Kubanerin bin. Und ich auch wusste, dass es bei uns in der Heimat gab es halt auch zum Beispiel eine Transfrau in meinem Dorf und ja, die hat auch sehr viel, die hat auf der Straße viel Gewalt erlebt, so bei uns auch, dass halt Männer mit Steinen beworfen werden, die homosexuell sind, also das war schon krass, aber ich war mir irgendwie so bewusst, also meine Mutter hat mich so sehr geliebt, dass das für sie keine Rolle gespielt hat, so das wusste ich halt immer, das war halt ein kleiner Schock, aber es war nie für mich so, dass ich so diese Strenge gespürt habe und so diese krasse Bindung an gewissen kulturellen Werten, das war bei meinem Elternhaus nicht so, Gott sei Dank, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Privileg. Weil das einfach nicht viele haben. So. Wenn Eltern da draußen jetzt Angst um ihre Kinder haben und dann genau in so eine Situation kommen, dass sie sich denken, ach, oh, bitte sag mir das jetzt nicht so in der Form. Und was würdest du denen denn sagen? Wie können die dann doch diesen Schritt schaffen, dass sie in das Support-Team wechseln? Man muss Raum geben, weil ich glaube auch, dass die Eltern auf jeden Fall Zeit brauchen. Man kann nicht erwarten, dass eine Person, die mit ganz anderen Werten aufgewachsen ist, jahrzehntelang aus einer ganz anderen Generation kommt, sofort alles nachvollziehen kann. Und dass man sich da gegenseitig Raum gibt, ist ganz wichtig. Zum Beispiel meine Eltern brauchen auch Zeit, bis sie sich an Hannah gewöhnt haben, an meinen neuen Namen, an meinen neuen Pronomen. Aber ich glaube, der Key, der Schlüssel ist wirklich, dass man einander Verständnis gegenüberbringt, dass man wirklich an der Liebe füreinander festhält, weil man ist ja immer noch das Kind seiner Eltern so. Und dass man sich gegenseitig Verständnis einräumt und Zeit gibt. Weil ich kenne auch von vielen Familien, die sich dann doch wieder zusammengefunden haben. So. Das ist, glaube ich, dann der Schlüssel da. Aber ist, glaube ich, auch für diejenigen, die
selber ja über ein Outing nachdenken, ist, glaube ich, auch für solche Menschen ganz wichtig, dass sie, wenn, selbst wenn sie einen starken Freundeskreis haben, so wie du, der sie so supportet, ja, und dann trotzdem aber auch genau dieses Verständnis aufzubringen für die, ja, Gegenseite, die vielleicht so aufgezogen wurde, also deren Eltern, ja, wiederum, dass die vielleicht gesagt hätten, ja, sowas ist schrecklich und das war halt früher so, ja, aber denen dann vielleicht auch die Zeit und den Raum, ja, zu geben, wenn man die Kraft hat, weil ja, Familie soll am Ende des Tages ja zusammenhalten. Ja, ja. Wie ging das dann bei dir los, dass du wirklich auch jetzt heute hier sitzt und sagst, ich bin, es ist natürlich immer ein Prozess, aber ich bin schon sehr, sehr happy mit der Hannah, die jetzt hier, ja, ist. Ja, das ist das Richtige, das ist das sehr Wichtiges, was du sagst. Es ist immer ein Prozess und es hört nie auf. Am Anfang ist es natürlich sehr hart so, ne? Ich kann mich noch erinnern, so das erste Mal, wo ich dann so gesagt von Amazon so eine Perücke bestellt habe und dann im Spiegel geguckt habe, das war ja auch mein so Schlüsselmoment, so, wo ich mir das eingestanden habe. Das erste Mal, wo ich mich mit langen Haaren gesehen habe, war so der Punkt, wo ich es einfach endlich, wo ich es endlich wahrhaben konnte. So. Ja, wie gesagt, dann geht das Ganze halt los. Dann fragt man sich ja, okay, also man hat ja... Erstmal Shopping. Shopping ist ganz wichtig, Shopping, oder? Ja, wie gesagt, das kam natürlich auch. Also der ganze Fun-Spaß ist natürlich auch, kommt auch dazu. Ne? Aber irgendwann reicht es natürlich aus, weil man hat natürlich, man lehnt ja gewisse Sachen an seinem Körper ab. Man lehnt sein primäres Geschlechtsteil ab. Man lehnt seine sekundären Geschlechtsteile ab. Das ist bei allen transidenten Menschen so, weil das bedingt ja eine Transidentität, Transsexualität, dass man halt Geschlechtsdysphorie seinen Körpermerkmalen so verspürt. So. Aber du bist voll im, ja, Thema drin. Lass, ja, uns kurz, ja, einmal auf die Bremse. Ja. Also du hast deinen eigenen Körper, dann natürlich, es, ja, macht absolut Sinn. Also klar, eine Perücke zu kaufen und schöne, ja, Kleider und so, das ist also basic, das macht vielleicht Spaß. So. Und dann kriegst, ja, du auch schon mal ein etwas, ja, besseres Gefühl. Aber wir alle stehen ja hin und wieder auch nackt vorm Spiegel. Ja. Und das, was du da siehst, ist, ja, dann natürlich, ja, klar, das noch ist was nicht, anderes. Ne? So, das muss man ja auch ganz sagen, das ist was anderes. Das sind ja, wir sind ja keine Transvestiten, so. Das ist, ja, ja, was ganz anderes, so. Weißt du, wir finden uns, wir geilen uns ja nicht auf, wenn wir irgendwie Frauenklamotten anziehen. Und das ist ganz wichtig zu sagen, dass halt, wie gesagt, es dazu gehört, dass man seine Geschlechtsteile ablehnt. Und halt ein Unwohlbefinden in seinem Körper spürt. Was sind sekundäre? Achso, halt zum Beispiel halt die Brust da so, ne? Zum Beispiel, also dass man halt mit flache Brust hat oder so, ne? Das ist natürlich mir auch belastet, sonst hätte ich ja nicht jetzt Brüste so, meine mir halt Implantate reinmachen lassen, so, ne? Geht das? Also ja, klar, ja, geht das, aber, ja, nee, aber geht nicht. Nee, weißt du, wenn ich überlege, du hast wahrscheinlich dann so eine Brust gehabt wie ich, so mehrere Länge. Genau, also ich hatte schon ein bisschen, weil durch die Hormone, generell empfiehlt sich halt erstmal 1,5 Jahre Hormone zu nehmen. Also weibliche Hormone, Estradiole, bei den Männern, also bei Transmännern ist dann Testosteron. Mhm. Und dadurch kriege ich halt in meinem Fall halt Brustwachstum. Manche kriegen bis zu einem B-Körbchen, C-Körbchen, aber meistens halt immer so ein A-Körbchen, was man halt bekommt. Und halt, dann ist da schon was. Und dann kann man halt zum Beispiel dann halt noch die Brust modellieren, beispielsweise mit Implantaten, genau. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber wie gesagt, das Wichtigste war für mich, und was waren dann wirklich, sind halt die Hormone, weil die Hormone, muss ich so vorstellen, die verändern die komplette Wahrnehmung, also die Fettverteilung ändert sich, also man wird halt, die Fettverteilung, Körperfettverteilung Fett, ja, wird halt weiblicher, auch im Gesicht, es wird alles runder. Dann kommt halt dazu, dass man auch, wie gesagt, der Geschlechtstrieb, der geht halt dann auch zum größten Teil weg. Dass man halt zum Beispiel auch keine spontane Erektion mehr bekommt als Transfrau, so. Obwohl du noch einen Penis hast. Genau, obwohl man halt, okay, noch einen Penis hat, so. Aber man nimmt auch dann beispielsweise sexuelle Sachen und Fantasien ganz anders wahr. Und das war auch zum Beispiel ein sehr schönes Erlebnis, dass man halt auch sowas wie Orgasmen viel intensiver wahrnimmt, aber auch viel, viel länger gehen. Also, das ist schon krass, dass sich das auch verändert hat. Wie, wenn das zu privat, ja, ist, aber das interessiert mich wirklich, genau, weil du nimmst weibliche Hormone, du sagst, ja, viele Erektionen sind dann halt einfach, genau, nicht, genau, mehr da. Genau, das ist halt auch zum Beispiel so eine Morgenlatte oder so. Ja, sowas zum Beispiel, weil das hat bei vielen Transfrauen, also wenn das löst halt ein Unwohlbefinden ein, wenn man halt sein Geschlechtsteil ablehnt, ne? Ja. Aber man nimmt halt zum Beispiel auch Sex ganz anders wahr, auch im Kopf so. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass man halt natürlich, dass man halt viel mehr auf Gefühle aus ist, so als Transfrau, wenn man Hormone nimmt, auch Berührung ganz anders wahrnimmt. Dann das auch mit der Behaarung, Körperbehaarung geht auch weg. Bart übrigens nicht, den muss man lasern. Also bei der Stimme war es halt so, bei Transmännern verändert die sich. Durch Testosteron wird die Stimme dunkler. Aber andersrum, bei mir als Transfrau, wenn ich Östrogene nehme, die Stimme wird nicht heller. Und da kann man zum Beispiel zur Logopädie gehen und ein Training machen. Oder man kann aber auch eine Stimmband-OP machen. Aber in meinem Fall hat mich das nie gejuckt, deswegen ist es meine normale Stimme. Man könnte aber auch denken, du hast einfach viel geraucht. Ja, ich rauche ja auch. Du rauchst wirklich? Ja. Nicht rauchen, Freunde. Nein, nicht lange. Ich habe erst seit drei Monaten und ich höre jetzt auch auf, ganz versprochen. Deswegen. Also dieses raue... Ja, ein bisschen rau. Ja. Gestern habe ich auch eine Zigarette geraucht. Ich rauche auch mal gerne eine Pfeife. Deswegen. Man muss sagen,
Hanna hat heute auch so ein bisschen Freunde mit dabei. Ihr wart lange unterwegs, ne? Also Respekt, dass du heute hier so sitzt. Ja, das war schon ist immer ein Ride, so mit meinen Freunden rausgehen. Die Blicke ja sind auch auf denen was ganz anderes. Auf denen, wie war das in Köln? Ja. Jetzt, weil Köln ist ja finde ich persönlich, so für ne, deutsche Verhältnisse, so die weltoffenste Stadt, die ich kenne. Ist es auch. Und es ist auch sehr, sehr sicher so. In Hamburg wäre das was anderes und in Berlin wäre es auch was anderes, wenn 10 arabische und schwarze Transfrauen auf die Straße gehen. Und da, also, es ist einfach gefährlich. Hier in Köln, ich bin wirklich ehrlich, es ist wirklich für mich so das safeste Ort in Deutschland so. Ich war ja schon überall, deswegen kann ich das wirklich auch so sagen. Die Leute sind offen, die gucken mal ein bisschen, vielleicht kommt mal ein bisschen Kommentar. Ich hatte übrigens auch einen Typ angesprochen und meinte so, bist du nicht die von dem Leroy-Video? Und ich meinte, ja, das bin ich. War gut, oder? Ja, war ganz okay. Aber dann waren auch andere Typen, die so meinten, die gekommen sind und meinten so, ey, zeig mal deinen Schwanz, so. Auf den wirklich, möchte ich so meinen Körperteil sehen. Ja, genau, so. Das passiert halt auch so. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr grenzüberschreitende Sachen, so. Weil sowas fragt man einfach niemanden, so. Man möchte ja niemanden fragen, so. Einfach aus dem Nichts, so. Zeig mal deinen Geschlechtsteil oder so. Oder was hast du da unten hängen und so. Und das sind so Sachen, so. Zum Beispiel auch Frauen oder so, die einem näher sind, und fragen zum Beispiel, ja, hast du jetzt die OP schon gemacht und so. Aber sowas ist manchmal schon ein bisschen grenzüberschreitend, wenn man sowas fragt, so, weil das sind sehr private Sachen, die eigentlich niemandem was anzugehen haben, so. Und manchmal kommen dann halt schon sehr, sehr intime Fragen, so, ne. Aber ich nehme das bei, kommt natürlich auf den Kontext an, wenn es eine Person ist, die schon länger kennt, dann ist es halt was anderes. Ja. Aber so das direkt als zweite Frage, so, hast du einen Schwanz, so, nein, ist das, halt echt ein bisschen. Also ich glaube, dass du auch die richtige Person bist, wenn man so ein bisschen warm wird und auch so aufrechtes Interesse an dem Thema zeigt, so, dann redest du halt. Frag mich alles. Aber so, ja, ich kenn's selber, so, wenn noch bevor mein Name gefragt wird, warum sitzt du im Rollstuhl, denke ich mir auch, ja, eben. Es muss jetzt nicht direkt sein, dass ich meine Seele, meine traurige Geschichte. Ist ja genau so, oder wo kommst du her? So, das ist ja genau das Gleiche, so, dass man das direkt fragt. Aber so, ist, glaube ich, auch cool für Leute, die jetzt gerade zugucken, weil viele sich das vielleicht in der ersten Sekunde gefragt haben. So. Und jetzt aber über das Gespräch hinweg merken, okay, es gibt auch noch ganz andere Facetten. Und wenn man in ein Gespräch reinkommen möchte, dann kann man auch viele, viele wichtige andere Fragen vorher stellen. Ja. Hat mich übrigens gerade ein bisschen schockiert, weil ich dachte eigentlich, dass Köln so wirklich so. Nein, es ist auch safe. In Berlin geht es ganz anders her. Dann wird man wirklich durchgehend in einer Tour beleidigt. Mit Flaschen wird da einen hinterhergeworfen. Und es ist wirklich so, viele glauben das ja auch nicht, aber es ist extremst gefährlich. Ich habe viele Transfreundinnen von mir, die zu geschlagen wurden auf der Straße. Also wie kommt's? Ja, weil man uns halt auch als Transperson liest, besonders wenn da mehrere Frauen sind, die vielleicht ein bisschen anders aussehen, vielleicht ein bisschen größer sind, vielleicht auch auffälliger auftreten, dann greift das oftmals die Männlichkeit von Männern an, weil sie sich zum Beispiel auch angezogen fühlen von Transfrauen. Und ich bin auch jemand, der sehr offen damit umgeht. Also wenn zum Beispiel ein Mann mit mir flirtet und so, und das passiert sehr oft, dann sage ich das wirklich als erstes und sage so, ja, hey, oh, guck mal, ich bin transident und so. Viele sagen es erst später, aber ich sage es vor dem Anfang so. Und dann kommt es entweder so, okay, cool, dass du sagst, aber danke, ich habe kein Interesse. Mhm. Aber mehr, also die Hälfte mehr so, sagt halt so, okay, interessant. Und danach schlägst du lustigerweise nicht mehr darüber, dass das Mann höflich und respektvoll ist und liebevoll und mich kennenlernen möchte, sondern geht es direkt in die sexuelle Richtung. Dann wird direkt geredet, ah, okay, nice, kannst du gut irgendwas und das machen? Hast du da unten was? Zeig mal, willst du mit mir da und da, willst du mitkommen und so? Weißt du, was ich meine? So, dann wird man gar nicht mehr so als Frau, die man kennenlernen gesehen, sondern man wird direkt als Sexobjekt gesehen. Was sind denn so typische Vorurteile, wo du sagst, wow, die habe ich schon so oft gehört? Und ja, und die treffen auch manchmal zu, aber das Lustige ist, dass ja nichts dran Schlimmes bei so, erstmal so dieses Aussehen, was ja gemacht ist, so, ne, gespritzte Lippen und so, Sujuk-Lippen, man kennt es alle so, ich meine, ich weiß ja nicht, wie oft ich in den Kommentaren hier wegen meinen Sujuk-Lippen angesprochen wurde, so, ich hatte auch so von Natur aus schöne Lippen davor, nur mal so, genau, okay. Aber viele sagen immer so Botox-Fresse oder sonst irgendwas, also ich habe nie Botox gehabt, so, oder wie gesagt, dieses sehr, sehr feminine, extrem beschminkt, große Brüste, großer Arsch und so, das sind natürlich so Sachen, so, wir Transfrauen möchten natürlich auch sehr feminin aussehen, wenn wir sozusagen unser ganzes Leben lang das nicht aussehen konnten, dann will man es auch manchmal ein bisschen mehr und dann kann es auch schon mal sein, dass man ein bisschen über die Stränge, wie heißt das, über die schlägt, genau. In meinem Fall war es am Anfang auch, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr intensiver geschminkt hat. Ja, ich meine, es ist ja gar nicht schlimm, sehr feminin auszusehen oder lange Haare zu haben und geschminkt zu sein. Ich meine, das schadet doch niemanden. Lass uns doch einfach unsere Weiblichkeit ausleben, so. Ich meine, das kann ein Klischee sein, aber ist das schlimm?
ist halt gar nicht wichtig, dass man zum Beispiel viele Operationen macht und so. Ich sah auch schon vor meinen Operationen, die ich hatte, weiblich aus, so. Kann man eine Transfrau sein oder ein Transmann sein, ohne OPs zu machen? Ja, das geht natürlich. Also, weil, wie gesagt, um Trans-Event zu sein, gehört halt eigentlich dazu, dass man eine Geschlechtsdysphorie hat. Dass man halt, wie gesagt, seinen Körper abstößt. Ich meine, irgendwo drängt diese eigene Ablehnung natürlich schon, alle Operationen zu machen, also viele Operationen zu machen. Aber natürlich ist dann auch irgendwie ein bisschen, ja, einem selbst überlassen. Ne? Okay. Es gibt ja einen großen Unterschied, das habe ich damals verstanden, zwischen dem Geschlecht und der Sexualität. Aber irgendwie wird das oft in einen Topf geworfen, weil dann seid ihr transsexuell, transgender und allein von den Worten her könnte man dann irgendwie denken, ja, Moment, das ist auch irgendwie das Gleiche. Erklär mir bitte mal, wo ist der Unterschied? Ja, schön, dass du das gerade ansprichst, weil das ist ein sehr, habe ich meinem alten Mitbewohner, habe ich das mal in so einer Zeichnung aufgemalt, um das zu erklären, weil es sehr verwirrend sein kann. Aber man kann sich so vorstellen. So, also es gibt Sexualität. Man kann heterosexuell sein, man kann homosexuell sein oder bisexuell. Aber dann gibt es noch was anderes und das ist halt der ganze Part Identität, Geschlechtsidentität. Transsexualität ist der alte Begriff, der leitet sich aus dem Englischen ab, Sex. Mhm. Das beschließt sich auf Sexualität, sondern eher auf das Wort Sex, Gender. Ja. Und deswegen ist das ein bisschen ein veralteter Begriff, deswegen wird ja oft Transgender benutzt oder halt Transidentität. Und da geht es halt sozusagen um die Geschlechtsidentität, auch um die soziale Rolle, die man einnimmt. Und halt wie gesagt, das ist sozusagen das eine, meine Geschlechtsidentität, die kann aber auch zum Beispiel sein, dass man sich sozusagen, wie bei dir, du bist als Mann geboren und bist als Mann. Das ist dann zum Beispiel deine Geschlechtsidentität, das ist einfach Mann, ein Cis-Mann, sagt man ja auch. Und in meinem Fall bin ich halt transsexuell. Und bei Sexualität, das ist dann das andere, das erste, was ich gesagt habe, bin ich halt ja heterosexuell, weil ich eine Frau bin, zwar eine Transfrau, aber eine Frau. Und ich stehe halt nur auf Männer. Okay, ja. Also, wenn ich hoffe, ich habe es verstanden. Ja. Also es gibt zwei Sachen, Sexualität und Wird halt schnell in einen Topf geworfen, aber ja, weil manche haben zum Beispiel nur Bock, über das eine zu reden und das andere wollen sie total privat halten. Und oft fragen sie mich zum Beispiel auch so, du bist heterosexuell, du bist doch transsexuell. So, ich bin eine Transfrau, transident, aber wie gesagt, meine Identität, also meine Sexualität ist ja heterosexuell. Deswegen. Stimmt, das heißt, da hast du dich auch, also von den Worten her, hast du ja mit deinem zweiten Outing dann auch da hat sich das wieder geändert, ne? Genau. Ja. Aber ja, Vorurteile, ja, dass man oft denkt, dass viele Transfrauen nichts anderes können, außer, keine Ahnung, einen Körper zu verkaufen. Das höre ich sehr, sehr oft so. Also wird schon gefühlt davon ausgegangen, dass wir alle so Sexprofis sind, dass wir richtig gut Oralverkehr machen können. Das ist sowieso immer so ein Vorurteil, was ich von allen Typen höre, so. Weil wir ja wissen, weil wir ja selber zum Beispiel manchmal einen Penis haben, deswegen wissen wir, was Männern gefällt, so. Das ist ja immer so dieses, was alle denken, so. Wir können es halt sehr gut, wir können es besser oder so. Und ich denke mir so, Leute, warum muss man immer alles so generalisieren? Warum kann man nicht einfach den Menschen nehmen, so wie er da ist und vor heute steht und erstmal ihn kennenlernen, so. Ja, nicht alle sind so, ist ja, genau. Also es ist natürlich, vieles steckt, an vielen ist halt natürlich eine Wahrheit dran. Aber muss ich halt immer fragen, warum ist das so? Deswegen, warum machen Transfrauen oftmals zum Beispiel Sexarbeit und verkaufen ihren Körper? Weil sie halt dazu gedrängt werden, weil sie oftmals Außenseiter sind in dieser Gesellschaft, sehr schwer an Bildung kommen, an sekundäre Bildung. In anderen Ländern ist es ja viel schlimmer als hier in Deutschland, muss man so sagen. Weil sie Außenseiter sind in dieser Gesellschaft, weil sie, gesagt, hohe Rechnungen bezahlen müssen, so, weil sie keine gesundliche Versorgung haben. Und dann bleibt vielen einfach nichts mehr als dieser andere Ausweg. So. Was können wir denn als Gesellschaft, wenn du sagst, da sind einfach sehr viele an den Rand gedrängt, was wäre denn, also hier guckt ja ein Teil der Gesellschaft zu, was ist denn unsere Verantwortung damit, das vielleicht nicht mehr so passiert? Ja, es ist, man muss schon auf jeden Fall sagen, uns geht's gut. Krankenkassen übernehmen, geschlechtsangleichen Operationen. Es dauert halt lange und das ist halt das Problem. Also im Bereich Infrastruktur muss man auf jeden Fall vieles verbessern, dass das schneller geht. Das ist der Zugang, nicht, dass man schneller bekommt, aber dass man schneller anfängt, zum Beispiel an einen Psychiater zu kommen, beispielsweise solche Sachen, das muss sich verbessern. Also man ist zu lange alleine. Genau, lange alleine, es gibt zu wenig Anlaufstellen. Denn das andere wäre auf jeden Fall, dass man einfach aufhört, und das ist ja generell ein sehr, sehr deutsches Ding, das höre ich auch immer von vielen Touristen, so dieses Starren, dieses extreme Starren, so, dass man wirklich die ganze Zeit guckt, dass man die ganze Zeit lästert, dass man, wie gesagt, beschimpft, bespuckt, solche Sachen, das sind natürlich Sachen, viele sagen immer, dass sie offen sind, aber wenn sie wirklich auf Transpersonen kommen, dann wird die ganze Zeit getuschelt, geredet, mit dem Finger gezeigt, als wenn wir irgendwelche Tiere. Wo erlebst du das? Also gibt es irgendwie so Orte, wo du sagst, so,
da passiert es. Es passiert häufig. Überall. Es passiert überall, es passiert jeden Tag so. Da kann man sich nicht draus irgendwie verstecken so. Das Krasse ist, man merkt das. Ne? Also das muss ich auch an der Stelle ganz kurz sagen für alle Menschen da draußen. Wenn jemand wie Hannah das so beschreibt und für mich, ich habe das als Rollstuhlfahrer halt früher oft erlebt und jetzt heute, ja. Wenn jemand tuschelt, dann ist es wahrscheinlich, weil er irgendwas aus den Videos kennt. Aber ich kann dieses Gefühl extrem nachvollziehen, dass Menschen reden und glaubt mir, egal wie unauffällig ihr glaubt zu sein, man spürt das, oder? Man spürt das jedes Mal. Also unterschwellig spürt man einfach, wenn jemand einen anguckt. So. Es reicht auch schon so ein, manchmal reicht auch schon so ein Blick oder ein schnelles Umdrehen zu Freunden oder sowas. Wie fühlt sich das an? Das ist irgendwie ein unschönes Gefühl, weil ich merke mir so, es fühlt sich an, als wäre irgendwas nicht okay mit einem so. Und dann kann man sagen, ja, du musst es ertragen, du bist so, dann lass mich doch gucken. Ja, okay, aber man kann es auch unauffällig machen so. Und ich denke mir so, was interessiert dich das so? Was ist los mit dir, dass dich mein Auftreten so sehr krass interessiert? Aber ich finde halt eher viel schlimmer, alles, was so in die Richtung geht, abwertend, Beleidigung. Und das passiert halt einfach leider Gottes sehr, sehr oft so. Besonders halt auch von jungen Menschen. Und das ist halt irgendwie, ich setze meine Hoffnung sehr, sehr in die Jugend, dass man irgendwann davon loskommt und Menschen einfach so sein lassen kann, wie man möchte. Weil ich schade niemandem mit meinem Auftreten. Ich bin einfach ein ganz normaler Mensch in dieser Gesellschaft. Versuche einfach für meine und für andere Rechte einfach einzustehen. Und damit werde ich auch nicht aufhören. Aber es ist manchmal sehr frustrierend, wenn man doch merkt, so, dass vieles einfach noch nicht so weit ist. Deswegen ist es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass wir solche Themen in der Schule thematisieren, dass wir in der Schule aufklären und sagen, dass es Transmenschen gibt, dass es schwule Menschen gibt. Und das heißt nicht, dass wir jetzt ein Schulfach kreieren und sagen, ja, ihr müsst jeden Tag hier, keine Ahnung, gendern oder sonst irgendwas. Das hat auch nichts mit Gendern zu tun. Es geht darum, dass man Transmenschen einfach für vollwertige Mitglieder in dieser Gesellschaft akzeptiert und dass man ihnen keinen Hass entgegenbringt, dass man einfach sich mit ihnen solidarisiert und einfach sie anerkennt und sagt, hey, du bist trans, okay, so. Weil ich finde, so eine Stunde, wo man das einmal erklärt, so, wo man einfach mal so Umgang, die Schüler für solche Themen sensibilisiert, sind wichtig. Weil was passiert am Ende des Tages? Kinder sind auf dem Schulhof und werden, oder zum Beispiel Schule oder transidente Kinder oder was auch immer, jugendliche Heranwachsende werden halt mit Transe oder Schwuchtel oder so beleidigt. Das sind ja Schimpfwörter an Schulen. Finde ich, kann ich nur zu 100% unterschreiben. Wo du das gerade ansprichst, also die Unterrichtsfächer, die sind ja teilweise so altbacken bisweilen. Ich bin da auch gerne immer mal ein bisschen kritischer, was so das Schulsystem angeht, weil ne, wir sind ja ungefähr im selben Alter und teilweise, es gibt wirklich viele, viele Sachen. Also ich würde wirklich behaupten, dass ich 90% von dem, was ich jetzt konkret dort gelernt habe, auch schon wieder vergessen habe. So, und es ist viel wichtiger, dass man zum Beispiel sowas wie eine Steuererklärung bei den Kindern beibringt. Ja, das auf der einen Seite. Also statt dem Satz des Pythagoras könnte ich halt wirklich meine Steuererklärung, da hätte ich wirklich Hilfe gebraucht. Jetzt mittlerweile weiß ich ungefähr, wie das funktioniert. Aber ja, sowas ist halt saunervig. Aber umgekehrt halt auch gesellschaftliches Lernen, da fehlt vielleicht auch ein Unterrichtsfach. Und ich sag's dir, wie es ist. Sexualunterricht, da hatten wir so eine Woche im gesamten Jahr und das auch nur alle 3 Jahre oder so und das sollte dann irgendwie reichen. Und meine Lehrer haben sich Mühe gegeben, aber es war halt einfach nicht genügend Raum und ich glaube, ich habe das Heterosexuelle, das Homosexuelle, das habe ich so ein bisschen kennengelernt, aber wir haben ja gerade schon aufgeklärt, so die Geschlechtsidentität, die hat dann plötzlich gar keinen richtigen Raum da drinnen gehabt und irgendeinen Ort müssen wir schaffen, damit einfach genau solche Fälle, wie du sie ansprichst, das, was du gestern Nacht in Köln erlebt hast, das ist halt, glaube ich persönlich, fehlende Aufklärung. Und der Jugend oder den Kindern die Schuld dann zuzuschieben, weil es heißt ja immer, Kinder sind grausam und gemein und alles. Kinder sind sehr direkt und ehrlich, aber wir prägen sie. Also wir als Erwachsene, wir sitzen jetzt hier als Erwachsene, wir sind jetzt noch keine Eltern, aber auch wenn hier Eltern zugucken, wir prägen halt auch unsere Kinder. Und du hast es gerade richtig gesagt, das, was Kinder von sich geben, damit kommen sie ja nicht auf die Welt. Ja, eben. Das schnappen sie irgendwo auf und denken entweder, das ist richtig oder es ist falsch, jemanden als Schwuchtel zu beleidigen. So. Und wenn das so gang und gäbe ist und dann auch keiner aus der Schule irgendwie sagt, ja übrigens, weißt du überhaupt, was das heißt? Weißt du überhaupt, was das mit Menschen macht? Ja. Dann verlieren wir Kinder, die dann irgendwann auch Erwachsene werden und vielleicht so einen Kack machen wie gestern Nacht. Ja, besonders online sind Leute halt viel, viel stärker, geben sich viel stärker als im echten Leben. Weil ich muss dazu sagen, es gab ja unter dem letzten Video gab es ja wirklich 30.000 Kommentare oder so. Das habe ich gemerkt. Also das ist der beste Beweis dafür, dass Menschen im Internet sich schon mal viel mehr trauen. Als und sagen so, ja, immer. Der Mann links mit der Perücke, der Mann, er, sie, es. Dieses er, sie, es hört man so oft. Und ich denke mir so,
Jetzt mal ganz ehrlich, es ist sehr, sehr offensichtlich, dass ich es gibt sowieso kein S so und ich das ist sehr offensichtlich, dass ich kein R bin so. Weil auf der Straße und im Alltag hat mich auch noch nie jemand mit R angesprochen. Ich werde immer mit sie angesprochen. Deswegen frage ich mich, wo sind denn die ganzen Leute, die online immer R zu mir sagen? Weil im echten Leben passiert das nicht. Im echten Leben trauen sich ja Leute nicht, mich so anzusprechen. Im echten Leben flirten Leute mit mir oder schauen mir hinterher, aber sowas passiert halt nicht. Deswegen sind immer die ganzen Internet-Trolls, die sie so stark geben. Aber da möchte ich auch ganz, wirklich ganz wichtig, weil mir auch sehr, sehr viele Transfrauen geschrieben haben, dass ihr sowas einfach nicht an euch ranlassen dürft, weil solche Menschen haben einfach gar kein Rederecht über eure Existenz. So, die ist unantastbar, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und auf solche Menschen kann man wirklich getrost darauf verzichten. Das ist ganz wichtig, dass du sagst. Du warst selber, bevor wir uns getroffen haben, warst du ja auch schon mal in einer Talkshow gewesen. Und deshalb wurdest du ja auch von meinem Team dann am Ende ausgewählt, weil du kannst dich wehren, du kannst diskutieren, Argumente, das hat man gemerkt, du hast Temperament auch dabei. Ja, also natürlich, ja, also ich meine, das Video ging ja schon ziemlich lang, man hat ja nicht alles gesehen, was passiert ist, aber irgendwann kann auch mal der Geduldsfaden reißen so und dann kann man auch mal ein bisschen härter werden, weil man muss sich das so vorstellen, ich glaube auch viele Leute, die auch kommentiert haben, die haben so Diskriminierungserfahrungen noch nie erlebt in ihrem Leben meist, also sehr, sehr wahrscheinlich, weil sonst würden sie auch verstehen, dass es Frust ist, das ist sehr, sehr viel Frust, den man mit sich schleppt und das hat auch nichts mehr mit Sachlichkeit zu tun, wenn da jemand ist und deine Existenz anfechtet und einfach dir sagt, dass du nicht normal bist, sagt, dass Menschen wie du nicht in die Gesellschaft gehören, nicht in den Schulunterricht, nicht thematisiert werden sollen, dann wirst du, das ist Ausgrenzung, das ist Diskriminierung und Hass, solchen Hass, den darf man keinen Raum geben. So, man kann sich das anhören, aber man muss ganz klar sagen, dass das einfach, dass das natürlich emotional macht und das aber auch nicht zielführend ist, weil wir haben schon mal in dieser Geschichte, in diesem Land gesehen, in der Geschichte dieses Landes, wohin solch etwas führt, wenn man homosexuelle Menschen, transsexuelle Menschen von der Gesellschaft entfremdet und sie nicht thematisiert. Und deswegen macht das natürlich fassungslos, wenn man sowas dann plötzlich hört. So. Und dann kann man auch mal ein bisschen natürlich die Fassung verlieren. Aber du hast das schon immer noch sehr souverän. Aber ich denke schon, die erste Hälfte, das hätte man sich schon mal anhören können. Also man muss das schon ziemlich, Freunde, wenn ihr euch fragt, worüber wir überhaupt reden, dann schaut euch, ich weiß leider nicht, wann dieses Video online geht, aber schaut euch auf jeden Fall das Treffen von Hanna und Ruben an. Genau. Denn du bist dort auf jemanden getroffen, einen jungen Mann, der selber zum Beispiel, du hast rausgepickt mit dem Schulunterricht, er ist halt der Überzeugung gewesen, dass es nicht gut für die Kinder ist. Ja. Und ich glaube, da wart ihr definitiv nicht einer Meinung. Du hast, glaube ich, heute auch ganz gut erklärt, warum es so wichtig ist, dass das im Unterricht stattfindet. Ja. Und ich würde dich gerne fragen wollen, wie es dir nach dem Video ergangen ist. Was war so das Feedback von, weiß ich nicht, deine Freunde haben das mit Sicherheit auch gesehen. Ja, klar. Also wie gesagt, meine ganzen Follower und so, die haben natürlich schon gesagt, also hast du gut gemacht, auf jeden Fall. Danke, dass du das gemacht hast, dass du es so lange ausgehalten hast. So viele Leute haben geschrieben, meinten so, ich wäre nach 5 Minuten weggegangen. Ich hätte mir das gar nicht geben können. Allein, dass jemand zu dir sagt, du bist nicht normal und so, weißt du, was ich meine? So, das ist so, das muss man sich nicht antun, ne? Aber ich bin so ein Mensch, ich ziehe Sachen dann schon durch und ich denke mir dann so, ja, okay, dann beiß ich lieber doch auf den sauren Apfel und gib mir dann jemand mit so einer zurückgebliebenen Einstellung. Aber genauso viel war das ja 60% so von Leuten, die einfach nur auf meinen Digger, also in Hamburg sagt man nochmal Digger, eingegangen sind. Auf den hat gar keine Bedeutung. Ja, oder auf den ist ein arabisches Wort und Leute sagen Gossensprache. Da müsst ihr auch mal selber euren eigenen internalisierten Rassismus mal überdenken. Ja, also ich glaube, das Video hatte so viel Inhalt, dass man, wenn man sich jetzt über sowas aufregt. Aber ich muss dir halt auch als Feedback, ich meine, wir haben danach ja noch eine halbe Stunde gequatscht, aber auch jetzt nochmal in aller Deutlichkeit, dass du dieses Gespräch so führst, finde ich, ich beobachte das immer nochmal auf einer anderen Ebene. Und wir haben einfach in Deutschland sehr, sehr, sehr viele Menschen, die erst mal gar keine Berührungspunkte haben, vielleicht gar keine Ahnung haben, Angst haben, warum auch immer, ne? Woher die kommt, das muss man dann auch nochmal nachschauen. Aber ja, Menschen, die grundsätzlich dann sagen, nee, ich tue mich einfach schwer damit, das zu akzeptieren, wie es halt ist. Und ich habe auch mit Ruben danach noch gesprochen und wir sind noch ein paar Schritte weitergekommen. An einem gewissen Punkt ist er halt und da bleibt er auch. Aber dass du das Gespräch trotzdem führst mit
dieser Seite, das ist ganz wichtig, weil wenn wir sagen, wir sprechen nicht mehr miteinander, dann hast du deine Meinung und da bleibt die Meinung und da werden auch keine Infos ausgetauscht oder sonst was, sondern es bleibt einfach dabei. Ja. Und ich glaube, dass jeder der Zuschauer die Möglichkeit hatte, sich wirklich am Ende sein eigenes Bild zu machen. Und ja, ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf dich, dass du das durchgestanden hast, weil es gab auch Situationen, da habe ich dich gefragt, hast du keinen Bock mehr? Ja. Und du so, ja, nee, eigentlich nicht, aber wir ziehen das jetzt durch. Ja, ist auch so. Nee, muss ich auch sagen, das ist wichtig. Und ich bin ja auch da für solche Menschen, die vielleicht erstmal das gar nicht verstehen oder auch dem negativ gegenüber gestimmt sind. Warum auch immer, weil es beeinträchtigt euch nicht, es schadet niemandem. Und deswegen bin ich auch hier, das euch zu erklären. So. Und ich erkläre es auch gerne nochmal. Aber wenn man es halt dreimal erklärt und zum Beispiel so Sachen wie das Transsexuellengesetz erklärt, so ein Gesetz, was sich nur auf die Namensänderung bezieht und nicht auf irgendwelche Operationen. Und wenn man halt wirklich die ganze Zeit Fakten liefert und dann und einfach auf eine Wand stößt, die das nicht hören will und nicht wahrhaben will, oder jemand, der sich nicht vorbereitet hat und das Gesetz nicht richtig verstanden hat oder gelesen hat, dann wird man frustriert und dann verliert man auch irgendwann mal die Geduld. So, ne? Ich verstehe auch nicht, viele sagen auch mal, du hast die Wahrheit nicht akzeptiert. Und ich denke mir so, hä, ich bin trans, also trans heißt ja von Mann zu Frau, sonst würde ich mich ja nicht trans nennen. So. Ich akzeptiere das. Ich werde auch immer die Chromosomen eines Mannes haben. So. Ich werde auch immer biologisch ein Mann sein. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Aber trotzdem bin ich halt Hannah so und trotzdem bin ich ja transident so. Das ist ja das Ding. Deswegen bin ich ja trans, sonst wäre ich ja eine Frau. Ich glaube, so. Wenn man die Frage stellt, wem da draußen tut das weh, dass du das so sagst und bist, das löst schon mal eine ganz große Debatte sowieso im Vornherein, weil es tut niemandem weh. Das dürft ihr nicht vergessen. Also ihr werdet Hannah wahrscheinlich im realen Leben niemals kennenlernen. Ihr müsst nicht mit ihr in einer WG leben oder in einer Beziehung oder so. Ja, so, es ist ja wirklich am Ende des Tages deine Sache und Punkt, Ende aus. So. Aber man wird noch viel von mir hören, so auf den, man muss das ertragen. Transmenschen werden auch weiterhin in Medien zu sehen sein und Sichtbarkeit haben. Und deswegen ist ja auch mal dieses Argument mit Trend und so. Und ich verstehe so, warum Leute sagen, dass viele Transmenschen, also manche Transmenschen, das so als so ausschlachten, dieses Thema und sehr in so eine Ecke rücken, die gar nicht, wo gar man nicht viel Inhalt mitnehmen, wo einfach so diese Sensationsgeilheit von anderen Menschen bedient wird. Und dem stehe ich auch kritisch gegenüber. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass es viele Menschen gibt, darüber aufklären und dass halt Leute wie Transmenschen in der Musik, im Entertainment oder in anderen möglichen Bereichen und Berufen zu sehen sind. Das ist natürlich dann schon wichtig. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was natürlich kommt und was auch wichtig ist. Auf der anderen Seite gab es auch dieses Argument und das Thema mit dem Selbstmord. Stimmt, und was kannst du denn dazu sagen? Dazu kann ich natürlich sagen, ja, auf jeden Fall ist die Selbstmordrate bei transidenten Menschen höher. Das habe ich nie verneint so. Aber dass man sagt, dass 40% der Menschen sich umbringen, stimmt nicht. Also wie gesagt, das war ja auch eine Studie, die 27.000 Menschen, glaube ich, behandelt hat, die einen Selbstmordversuch gemacht haben, waren davon 40. Aber wie gesagt, andere Studien sagen ja auch, dass die einfach höher ist. Da muss man sich fragen, warum. Ja, genau. Das wär, nur warum. Erklär es mir, warum ist die Suizidalrate bei Menschen, die transident sind, höher als bei Menschen, die das nicht sind? Weil generell, die ist natürlich auch höher bei homosexuellen Menschen, weil einfach Leute, die so eine Last mit um sich tragen und gesellschaftliche Akzeptanz für die ein Fehlwort ist. Ich meine, so in so vielen Ländern dieser Welt ist Transsein auch noch natürlich illegal und wird mit der Todesstrafe halt sanktioniert. So, ne? Deswegen da kommt der gesellschaftliche Ablehnung hinzu, da kommt der Druck mit sich selber, den man ausmachen muss, dann hat man vielleicht keine finanziellen Mittel, dann hat man Stress mit der Familie, man wird verstoßen. Solche Sachen, das sind so einschneidende Erlebnisse in dem Leben, damit muss man klarkommen. Und für viele Menschen wird es halt nun mal zu viel. Und wenn man dann beispielsweise auch online, so wie ich, wirklich so viele Selbstmorddrohungen und geh dich umbringen oder sonst irgendwas oder ich stech dich ab oder sowas hört, Im Nachgang war es ja natürlich so. Da muss man sich natürlich auch fragen, so, ich frage mich so, was mit den Leuten, wenn man das wirklich machen würde? Würdet ihr euch danach freuen, wenn ihr mit dem Gewissen lebt, dass ein Mensch sich selber das Leben genommen hat, weil ihr das online geschrieben habt, so? Manche Leute sind nicht stark genug. Ich muss dir ganz klar sagen, das tut mir unfassbar leid, dass du so etwas lesen musst. Ja. Ich weiß, dass du stark bist mich interessiert das nicht, aber trotzdem, Morddrohungen sind, das geht überhaupt nicht. Ich weiß, was das für Nachrichten sind. Ich habe gerade nach unserem Gespräch auch sehr viel bekommen. Es standen sogar Leute bei mir vor der Tür. Oh, krass. Tut mir eingefallen, ganz wichtig. Ich glaube,
heute ist auch klar geworden oder wird gerade klar, wir lesen alle Kommentare und wir nehmen uns das auch wirklich zu Herzen, was ihr schreibt. Und gerade auch für mich ist es ganz wichtig, weil wir können ja gucken, wie wir in diesem Format auch immer weiterarbeiten. Wichtig ist aber, dass es halt eine gewisse Grenze nicht überschreitet. Also ihr könnt, glaube ich, Hannah Fragen stellen ohne Ende. Ihr könnt auch Hannah sagen, dass ihr sie nicht mögt oder anderer Meinung seid. Ich glaube, sie kann das damit mit allem wirklich, also sie ist wirklich cool. So, aber Morddrohungen, das ist halt Bullshit. Und im Real Life Leute irgendwie, also im Internet ist auch nicht cool, aber im Real Life auf Leute zugehen und was hast du gesagt, so Flaschen werfen und sowas, das geht nicht. Also überlegt euch, versucht euch einfach mal selber in die Situation zu versetzen, wie sich das dann für euch am Ende anfühlt. Und ich weiß auch, dass bei jedem Video immer mal auch neue Leute hier auf den Kanal dazustoßen, die vielleicht noch nicht genau wissen, wie diese Formate hier funktionieren. Die Community, die diese Videos immer wieder schaut, die weiß Bescheid. Wir müssen hier respektvoll miteinander umgehen, weil wir sind am Ende auch Vorbilder. Jeder, der einen Kommentar schreibt, ist auch irgendwie ein Vorbild für den Nächsten, der einen Kommentar schreibt. Und wenn ihr euch denkt, so ja, okay, ich schreibe jetzt eine Beleidigung, schreibt der Nächste die Nächste und die Übernächste. Und ihr habt jetzt in dem Fall Glück, dass Hannah gerade in einer starken Verfassung ist und es gut wegsteckt. Aber wie sie sagt, was ist denn das Ziel des Ganzen? Was wünscht ihr euch? So. Und könntet ihr damit leben, wenn euer Kommentar am Ende dazu führt, dass jemand anderes sich dann das Leben nimmt? Ich habe es dir schon gesagt, ich fand es sehr, sehr cool, dass du dich in diese Situation begeben hast. Warum hast du dich mit jemandem zusammengesetzt? Ich meine, du wusstest, dass der... Ich wusste es ja nicht. Nein, du kanntest ihn nicht. Aber du wusstest ja, dass du dich mit jemandem zusammensetzt, der womöglich ganz anderer Meinung sein wird. Und ja, solche Gespräche kennst du. Aber warum gehst du in solche Situationen hinein? Also warum wagst du dich das? Warum traust du dich das? Was erhoffst du dir daraus? Ich habe mir erhofft erstmal, also ich habe ja die Videos gesehen und ich dachte mir so, mich bringt sowieso schnell nichts aus der Ruhe, weil ich finde, es ist ja nicht irgendwie so, es ist ja keine Meinungsverschiedenheit so. In diesem Fall war es ja, jemand möchte meine Identität, die nicht zu verhandeln ist, absprechen so. Aber und warum sprichst du mit so jemandem? Und deswegen dachte ich mir halt so, ich möchte mal gerne sehen, was für Argumente mir die Person entgegenbringt. Fakt ist ja wirklich, dass es, wie gesagt, niemandem schadet, dass ich ja einfach so bin, wie ich bin. Und ich finde mir so, warum kann eine Person, die nicht davon betroffen ist, davon offended sein und etwas dagegen haben? Und ich finde halt immer wichtig, in jedem Fall immer solche Menschen zuzuhören und deren Argumente, die oftmals keine Argumente sind, sondern vielmehr Hass, zu entwerten. Und besonders, wenn man halt eine große Community oder Reichweite hat, wie zum Beispiel bei dir eine große Plattform, finde ich es wichtig, dass man über gewisse Sachen, über meine Standpunkte, über meine Identität aufklärt und das nutzt und solche Chancen nutzt. Deswegen habe ich mich in erster Linie dafür entschieden, halt darüber zu reden. Das, was er halt vermittelt hat, war dann irgendwie keine Überraschung für mich, weil diese Partei gegen Homo-Ehe ist, dagegen sind, dass auch LGBTQ-Rechte dass wir nicht diskriminiert werden im Artikel 3, so deren Grundhaltung, deren Politik ist gegen LGBTQs, so gegen die Trans-Community, gegen die Schwulen-Community. Und ich finde es wichtig, dass man solchen Menschen halt den Wind aus den Flügeln nimmt, besonders wenn sie halt zum Beispiel nicht mal wissen, worum es im TSG geht. So. Und das ist das Gesetz, ne? Genau, ja. Wenn sie sagen, dass sie 40% umbringen oder wenn sie sagen, ja, warum bist du immer so T-T-typisch angezogen, du hast lange Haare und so, wo ich mir so denke, was tun meine langen Haare, die gar nicht mal so lang sind, zur Sache so. Du hast mir unter vier Augen später dann gesagt, dass du überlegst, wie lange du das noch machst. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe dir dann ja auch gesagt, dass du hast da halt eine Gabe, weil du es schaffst, so auf dem Punkt zu sein und dich nicht unterbuttern zu lassen. Und ich glaube, dass du neben dem, also erstmal das finde ich großartig, du weißt, ich liebe es, wenn wir einander zuhören und miteinander ins Gespräch kommen, egal woher wir kommen, und dass du sagst, ey, deshalb gehst du in so einen Talk, finde ich erstmal richtig geil. Und auf der anderen Seite bist du aber auch eine Mentorin für andere oder eine Fürsprecherin. Du sprichst für eine Community und auch wenn das auf die 80 Millionen Menschen gesehen wenige sind, das macht es ja nicht weniger wichtig, dass wir darüber reden und dass sich Dinge verändern. Und ich glaube, es können sich nur Dinge verändern, wenn Menschen wie du sich am Ende auch in die Öffentlichkeit wagen. Ja. Und es gibt gesellschaftlichen Gegenwind, das weißt du. Sonst wäre es ja gar keine Diskussion mit den Gesetzen. Und diesen gesellschaftlichen Gegenwind,
den muss man genauso zu Wort kommen lassen und hören, okay, was sind das für Argumente und was kann man vielleicht entgegnen? Und da muss ich dir ehrlich auch sagen, dass du hast einfach sehr gute Worte gewählt und es war nicht verletzend und da bin ich einfach auch sehr stolz auf dich und das habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Ja. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, Hanna ist stark. Also du bist da schon als Macherin aufgetreten und das möchte ich auch nicht, dass dir das irgendwer abspricht, weil du bist nicht die Politikerin gewesen in der Runde. Politik. Ja, aber ich hab's nicht gemerkt. Also, weißt du, was ich meine? Mm, mm. Also großes Lob. Ja, danke auf jeden Fall dafür. Ich finde es aber auch immer so interessant, dass man da ja aber auch sehr viel Gesamtgesellschaftliches dann so sieht, so wie zum Beispiel, also man muss ja intersektional denken. Es geht ja, ich weiß, es ist ein sehr kleiner Bruchteil von Transmenschen, aber diese Argumente, die man mir gegenüberbringt, die treffen auch so auf so viele andere, generell Frauen beispielsweise, wenn man mir zum Beispiel sagt, ja, willst dich weiblich geben und sagst dann Digger, so wie geht das zusammen? Und ich denke mir so, warum kann eine Frau dann nicht Digger sagen? So, warum spricht der irgendwie Frauen denn die Weiblichkeit ab, wenn sie kurze Haare tragen dann plötzlich so auf der anderen Seite? Also der Typ, also der Ruhm hat ja gesagt, ja, warum muss eine typische Frau lange Haare haben? Aber dann auf der anderen Seite hört man immer Männer reden und sagen, ja, Frau mit kurzen Haaren ist dann nicht weiblich genug. So, auf denen sind so viele gesamtgesellschaftlichen so, also Argumente, so Strategien, so Fäden, die mir gegenüber gebracht werden, die ich auch immer sehr, sehr viel woanders dann wiederfinde. So. Deswegen ist es immer so ganz interessant zu sehen, woher denn dieser ganze Hass kommt. So. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Konstrukt, aber Leute, die sehr, sehr marginalisiert werden, wie zum Beispiel, und diskriminiert werden, wie zum Beispiel ich, die und sie am meisten davon betroffen sind, die können sowas sehr gut aufdecken. Und deswegen ist es wichtig, halt solchen Menschen zuzuhören, die Diskriminierung ausgesetzt sind. Ja, ja, und ich sag's immer wieder, ich kann mich hier hinsetzen und sagen, ja, also so von dem, was ich jetzt weiß, ist trans sein so und so, aber das hilft da draußen niemandem so richtig weiter. Wenn du das aber machst, als jemand, der es durchlebt hat, der es gespürt hat, der diese Gefühle dann auch in Worte fassen kann und wir gemeinsam so ein Video hochladen, wie dieses oder wie das andere, wie vielleicht auch welche in der Zukunft, dann ist das geil und du wirst niemals alle Menschen da draußen kennenlernen können, denen das hilft. Das wird auch nicht jeder in die Kommentare schreiben. So, das muss dir auch ganz klar sein. Aber bei manchen setzt sich das im Unterbewusstsein fest. Die sind vielleicht jetzt gerade erst 12. Und dann mit 20 macht es irgendwann Boom. Und dann kommen dir deine Worte. Dann kommen deine Worte wieder in den Kopf von damals. Und man hat dieses Video und man kann vielleicht nochmal nachgucken. Was hat sie denn gesagt? Und was ist denn die Lösung dafür? Und wie geht man am besten dann raus? Und was sind die Probleme, die kommen? Und das hilft Menschen da draußen. Also, wenn ich einen Wunsch äußern darf, dann, dass du nicht damit aufhörst und irgendwie dir doch so deinen Weg bahnst durch diesen öffentlichen Dschungel, weil es wird noch viel Kampf sein. Ja. Safe. Ja, wird safe, 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 ja. Hanna, jetzt würde mich abschließend noch interessieren, was würdest du transidenten Menschen da draußen raten, die selber vielleicht nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen? Was ist vielleicht auch so der Tipp an dein früheres Ich? Ich könnte vieles ansprechen, aber ich würde so eine Sache insbesondere hervorrufen, und zwar, es betrifft Transfrauen und Transmänner, man wird es immer merken. Du kannst alles Mögliche machen, du kannst wie ich 30.000 Euro ausgeben für Operationen, manche Operationen mehrmals machen und so, dich in so einen Schönheitswahn irgendwie reintreffen, weil du immer dich unsicher fühlst und Dysphorie fühlst, aber das Ding ist, irgendwann kommt der Punkt, an dem man sich einfach selber auch irgendwie akzeptieren muss und auf die Worte der anderen einfach nicht mehr hören muss. So. Und wenn jemand sagt, guck mal, du siehst trans aus oder ich sehe, dass du trans bist oder ich habe es gesehen da und da und daran und so übergriffig ist, dann musst du eigentlich nicht drauf achten, weil trans sein heißt nicht gleich, dass du hässlich bist. Das heißt nicht, wenn jemand erkennt, dass du trans bist, heißt es nicht, dass du gleich weniger schön bist oder sonst irgendwas. Deswegen sollte man sich das gar nicht ausreden lassen. So. Und ich meine, jeder Mensch und auch besonders wir Transfrauen, Transmänner haben ihren eigenen Zauber. Und deswegen würde ich mich da nicht zu sehr dran festhängen an die Kommentare von anderen. Ja, ich glaube, das sind super hilfreiche Worte, weil das sind eben die Gedanken, die einen dann immer wieder beschäftigen. Und du hast es selber gesagt, es ist ein Prozess. Und auch du befindest dich auf einem Weg, wohin auch immer, der dich führt. Aber ich glaube, ich werde dich auf jeden Fall im Blick behalten und wir müssen mal gucken, wie es in einem Jahr aussieht. Vielleicht müssen wir uns dann nochmal hinsetzen.
Vielleicht gibt es ja dann irgendwann das Gesetz, dann kannst du mir erzählen, wie es sich damit anfühlt. Safe. Und ja, Freunde, ihr könnt sehr gerne natürlich euch auch die Folgen mit Jonas oder mit Max anschauen. Dann kriegt ihr vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive oder dieselbe Perspektive, wer weiß. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Die Videos haben wir auch unten verlinkt. Ich danke dir nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Dankeschön, danke. Und ja, Freunde, macht's gut und bis zum nächsten Mal.